So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love Fallen Road. Da ist wieder der Bullen und wir wollen aber hier gucken, dass wir ihm so ein bisschen mehr so vertrauen wollen. Es wird zwar vielleicht der Böse sein, aber hey, so der Kick muss ein bisschen da sein, ne? Oh ja, gib mir den Kick. Okay, wie dem auch sei, es dauert gerade wieder ein bisschen lange. Ich glaube, ich sollte die Musik ein bisschen unterschalten. Das sollte ich mir auch für Drogo angewöhnen, damit ich meine eigene wunderschöne Musik hier mit reinschneiden kann. Ach, wäre das herrlich, oder? Es wäre erst mehr herrlich, wenn das hier mal weitergehen würde. So. Meine Hotkeys funktionieren nicht, Alter. Das ist ja super nervig, ey. Sieht auch schon ein bisschen... Nikolai. Feuerrote Frau, ne? Mit hier den Haaren und so. Ich mag das gerne leiden. Rothaarige. So, ich wollte gerne ein bisschen hier, ein bisschen leiser machen. Warum nicht ganz aus? Ist auch gar nicht mehr so schlecht. Ja, machen wir so. Ja, ich hätte gerne ein bisschen leiser gemacht, aber hey, who cares, ne? So. Jeffs Wunde wurde behandelt. Das ist doch alles, was zählt, oder? Genau, er hat uns beim letzten Mal ja geholfen mit so einem komischen Zaubertrick oder so, keine Ahnung. Es sah sehr, sehr merkwürdig aus. Auf jeden Fall. So, sei geduldig, sei genervt. Wir sind jetzt mal geduldig, ein bisschen. Irgendwie hängt das Spiel gerade. Da muss ich auch sehr, sehr geduldig sein, weil ich muss mal ganz kurz den externen Lüfter mal ein bisschen mehr anschmeißen. Das Spiel hängt. Ich werfe Ihnen einen skeptischen Blick zu. Da der direkte Ansatz nicht so greifend scheint, wird Diplomatie vielleicht effektiver sein. Wow, warum hängt denn das so scheiße? Du weißt ganz genau, dass ich kein gewöhnlicher Arzt bin. Aber es würde lange dauern, dir alles zu erklären und wir haben sehr viel Zeit. Sack. Erzählen Sie mir alles, von Anfang an. Alles? So ein bisschen erinnert er mich auch ein bisschen an den Dummy, den wir damals ja gekillt haben, den Dämonen. Das habe ich ja gesagt. Ja, alles. Okay. Also gut. Mein Vater war Gogo-Tänzer in Vegas. Von ihnen habe ich meine Wendigkeit geerbt. Meine Fähigkeit. Die gesellschaftliche Leiter zu erklimmen, stammt hingegen von meiner Mutter, die war ein bisschen spezieller. Es gelingt mir kaum, ein Lachen zu unterdrücken und ich verdrehe die Augen. Hört dieser Kerl denn nie auf? Was, womit denn? Kriege ich was nicht mit? Ich kann viel mehr als nur Standardmedizin. Ich will Ihnen nichts vormachen. Ich kenne mich auch ein wenig mit okkulten Wissenschaften aus. Sind das denn Wissenschaften oder mehr... Was ist denn da los? Das hängt ja alles total. Ey, wie überspringt er mich hier mal so ein bisschen, ne? Ach, sag bloß. Doch nee, das kommt doch alles gut zusammen. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte meine Kräfte immer eine solche Neigung. Doch wenn man das irgendwie doch zusammen dingstet. Er neigt seinen Kopf leicht zur Seite. Ich verstehe bloß nicht, warum das so Hammer freeze, ey. Krasser Shit. Guck mal, das freeze total. Komm, klicken wir gleich mal weg den Shit. Ich weiß nicht, wie es um deine Fähigkeiten als Medium bestellt ist, aber ich persönlich wurde mit meinen geboren. Sei sarkastisch, widersprich ihm. Das sind ja echt doofe Antwortmöglichkeiten, oder? Ich weiß nicht. Ach, was soll's. Wir sind sowieso ein bisschen zynischer. Das ist mehr oder weniger die Definition einer Gabe, oder nicht? Menschen ohne Gabe können es nur schwer nachvollziehen. Aber ich habe eine Art innere Kraft, die ich durch Berührung vermitteln kann. Oh, glaub mir, ich kann das bestens nachvollziehen. Mit meinen Händen kann ich Prellung, gewöhnliche Verletzungen und so weiter heilen und manchmal auch weit seltsamere Wunden. Es ist irgendwie überraschend, aber wenn Zack ernsthaft spricht, wirkt er viel menschlicher und sensibler. Verbirgt sich hinter seinen legeren
legeren Fassade eine Persönlichkeit, die gar nicht so oberflächlich ist, wie es den Anschein hat. Darauf hätte ich anfangs nicht gesetzt. Nein, wir wollen jetzt keine Videos gucken. Auf jeden Fall erinnert er mich an eine Art, wie er über seine Gabe spricht, an meine eigenen Fähigkeiten und daran, was sie für mich bedeuten. Sie haben nicht nur geschickte Hände. Was? Oh, aber sie sind durchaus geschickt. Zack sieht seine Mantel gerade mit einem Grinsen im Gesicht. Okay, der selbstgefällige Idiot ist zurück. Ich hatte ihn eigentlich nicht vermisst. Eine Massage wäre bestimmt überzeugender als 1000 Worte. Warum nicht, ne? Boah, ich bin auch ein bisschen verspannt. Okay. Ich brauche momentan keine medizinische Hilfe, aber ich werde das Angebot im Hinterkopf behalten. Sehr grinsend wird noch breiter, als ob diese Antwort nicht erwartet hätte. Das Gespräch schlägt eindeutig den falschen Weg ein. Ich bin nicht dumm. Zack setzt auf eine Schlagfertigkeit und seinen Magnetismus, um mich um den Finger zu wickeln. Er kommt näher. Sein Gesicht ist nur wenig Zentimeter von meinem entfernt. Na Baby, wie wär's mit uns beiden? Ich kann fast die Wärme seines Atems auf meiner Haut spüren. Will er das wirklich durchziehen? Komm, hier. Ja, wieder Werbung gleich, ja. Warte mal. So, Minispiel spielen. Ja, Werbung. So, dann mal los. Dann gehen wir mal direkt auf das Minispiel hin. Hinzu. Piep. Na komm. Trau dich. Minispiel, nicht nochmal Werbung. Das wäre der Hammer jetzt, ne? So viele Werbungen. Wählen Sie eine Karte. Mehr gewinnen. Okay, hier ist es tatsächlich so, dass sich der Dämon viel mehr Zeit lässt, als der Matter sich bei Drogo Zeit lässt. Nee, Quatsch, andersrum. Er kommt schneller als ihr wisst schon. Komm, ich will das Richtige haben. Nee, verkehrt Spiel, okay, schön. Yay! Nein! So. Ja, schön. Ist das die Kälte, was ich hinten an meinen Hals spüre? Zufällig dein Messer? Ja, und wenn du mir noch näher kommst, wirst du dich wieder zusammen magnetisieren müssen. Ja, vielleicht wird er kastriert. Sie sind gerade in meine Privatsbereiche eingedrungen. Wenn sie mir keinen triftigen Grund nennen könnten, warum ich ihren Atem inhalieren sollte, dann rate ich ihnen, sich schnell zurückzuziehen. Ich finde sie geil, Alter, ehrlich. So schlagfertig, die Tussi, ey. Und sie werden das Duzen sein lassen. Es läuft also nicht wirklich zwischen uns. Er hat sich keinen Millimeter bewegt und wir starren uns immer noch an. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht schon längst weggeschubst habe. Oder ein heißfindes Mann. Nein, es läuft überhaupt nichts zwischen uns. Aber danke für Chefs Arm und für Ihre Ausführungen. Was den Rest betrifft, so lassen Sie den Quatsch. Ich bin nicht die Art von Frau. Achso, was den Rest betrifft, so lassen Sie den Quatsch. Ich bin nicht die Art von Frau. Zack lächelte. Verstehe. Sie bestehen. Also, oh, verstehe. Sie bestehen darauf, zuerst zu heiraten. Ja, um und bei so. Mach dich lustig. Oh, schade. Gut, aber liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute. Mir hat das wieder richtig Spaß gebracht und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, Freunde!